Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Frage des Tages. Vielleicht haben Sie am Sonntag auch Günther Jauch geschaut. Da ging es um die Frage, ob das Betreuungsgeld Sinn macht oder nicht. Was die Münsteraner zu diesem Thema denken? Wir haben mal nachgefragt. Ich sehe das sehr kritisch an, Eltern Geld in die Hand zu drücken, um ihre Kinder selbst zu betreuen. Ich halte, glaube ich, mehr davon, das Geld in die Kita-Politik zu stecken, in den Kita-Ausbau, um damit allen gerecht zu werden. Ich finde den Begriff Herdprämie sehr passend. Also ich finde das einen ziemlichen Unsinn, dass man Geld dafür bekommen soll, nichts zu tun. Ich finde, die Betreuungsangebote für Kinder sollten sich verbessern und nicht irgendwie Geld bezahlt werden fürs Nichtstun. Ich würde sagen, das Betreuungsgeld, das gilt für Kinder, die in den Kindergarten kommen, sodass das Geld ganz anders angelegt ist. Und wenn die Kinder im Kindergarten mit anderen Kindern zusammenkommen, dann ist das ein ganz anderes soziales Verhalten. Und dann finde ich, das ist bedeutend besser und dafür sollte man das Geld auch ausgeben. Also vor 5 oder 6 Jahren hätte ich gesagt, das ist eine gute Idee. Aber heute finde ich es keine gute Idee mehr, weil eine berufstätige Frau kommt mit diesem Betreuungsgeld nicht wirklich weiter. Und diejenigen, die sowieso zu Hause bleiben, da wäre das ein Anreiz, die Kinder nicht in die Kita zu schicken. Und da glaube ich, dass einige Kindern das wirklich gut täte, in eine Kita zu gehen. Und das würde dadurch verhindert. Darum halte ich das nicht für eine gute Idee. Da habe ich keine explizite Meinung dazu. Da kenne ich mich zu wenig aus. Prinzipiell finde ich es eine gute Einrichtung. Für uns selber kommt es leider zu spät, weil unsere Kinder zu groß sind dafür. Also ich hätte es auch gerne in Anspruch genommen. Aber ja, für uns ist es zu spät. Prinzipiell finde ich es eine ganz gute Einrichtung. Ich denke, dass das Betreuungsgeld an der Wirklichkeit und an dem, was Familien brauchen, total vorbeigeht. Mit 100 Euro, mit 150, mit 200 Euro zusätzlich kann keine Familie überleben. Es ist erstens für die Geschlechtergerechtigkeit eine absolute Katastrophe, meiner Meinung nach, weil es einfach nicht weiterhilft, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt gleichberechtigt, ja, Chancen haben. Und zweitens ist es auch für die wirtschaftliche Situation kein Fortschritt und es ist für die Kinder auch. Also es gibt so viele Studien dazu, die sagen, dass die frühe Betreuung von Kindern sehr wohl förderlich ist. Von daher denke ich, das Betreuungsgeld ist eine Katastrophe. Ich hoffe, dass es nicht kommt und ich denke auch eigentlich, dass es nicht kommt. Es verschwendet das Geld. Bei Kitas und Tagesbetreuung wäre es wesentlich besser aufgehoben und eingesetzt. Danke.